Leute, ja, das ist jetzt das zweite Rennen in dem Mazda MX-5. Heute mit Overlay für euch. Leider, ja, habe ich es nicht eher geschafft, weil ich das Overlay erst heute einrichten konnte für diesen Account. Hat sich alles etwas verzögert. Problem an der ganzen Geschichte ist jetzt folgendes: Ich kenne die Strecke nicht und das Auto auch nicht. Und von daher ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Ihr seht, ich starte auch von hinten, dass wir hier mal schauen, wie das Ganze funktioniert als absoluter Anfänger auf einer Strecke. Also mir geht es jetzt quasi ähnlich wie euch. Ich bin jetzt 5 Runden gefahren oder so. Und ja, wir wollen hier aber nicht gewinnen. Wir wollen möglichst incidentfrei durchkommen. Ich möchte übrigens gleich mal noch einen Tipp dazu geben. Ein Tipp, um das Incident, um das Safety Rating zu sammeln. Habe ich das letzte Mal vergessen zu erwähnen. Im Warm-up, in der Qualifying und dann sogar nach der Start-Ziellinie. Ja, da könntet ihr noch eine Runde fahren, um Safety Rating zu sammeln. So. Wir geben Gas, sobald. Oh fuck. Das war ein Frühstart. Okay, da müssen wir mal kurz rein. Verdammt. Ach. Ich hatte dooferweise schon den ersten Gang drin. Okay, die sind sich schon in die Hütte gefahren. Hier sehen wir auch einen Unfall. Und wir halten uns erstmal raus. Wir haben jetzt eh eine Stop and Go. Das ist natürlich. Ich kenne natürlich noch nicht mal die Boxeneinfahrt. Also, wir bleiben jetzt hier mal dahinter. Müssen uns. Oh, da vorne kracht's auch. Ja, die Jungs machen hier vorsichtig, vorbildlich. Ich könnte jetzt 3 Runden draußen bleiben, aber. Wozu? Da vorne ist auch einer abgeflogen. Habe ich einen Gang schon reingehauen? Ich bin ein Trottel. So, wo geht's rein? Ach so, habe ich alles ausgestellt? Hier, das Fast Repair müssen wir auch noch ausstellen. So, ich kenne auch die Boxeneinfahrt nicht. Also ich kenne die Strecke nicht, ich kenne die Boxeneinfahrt nicht. Aber was macht man oder wie lerne ich eine neue Strecke? Ich weiß gar nicht, ob die. Hat die Hütte einen Limiter? Nee. Ich fahre vorsichtig. Ich fahre wirklich erstmal langsam und taste mich peu à peu ran. So, jetzt habt ihr auch mal gesehen, wie man so eine Strafe absitzt. Ihr müsst in der Blackbox. Tja, leider habe ich sie jetzt noch nicht eingeblendet. Müsst ihr alles ausstellen. Nicht, dass er anfängt, jetzt hier irgendwie nachzutanken oder so. Und dann könnt ihr eure Strafe absitzen. Jetzt schauen wir mal. Wir sind jetzt 12 Sekunden hinter dem letzten, der hier noch fährt. Ich mache weiterhin vorsichtig. Wie gesagt, es geht ja hier gar nicht darum, die schnellsten Zeiten zu fahren oder irgendwie, was weiß ich, jetzt hier Erster zu werden, sondern wir wollen Safety Rating sammeln. Und ganz ehrlich, ich will so schnell wie möglich raus aus dem Mazda. Ich fahre jetzt hier meine 6. Runde oder so mit dem Auto und mir ist kotzübel. Mir ist so schlecht, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also ich bin heilfroh, wenn ich hier raus bin. Und dann schauen wir mal, was wir für Möglichkeiten haben, sobald wir in der D-Lizenz sind, was wir fahren können. Wir schauen, was haben wir an Free Content und wir schauen, was haben wir an Möglichkeiten für den Kauf. Ja, der ein oder andere sieht auch, ich bin mit dem Mazda hier noch nicht so fit. Aber egal. Ui. Das war ein bisschen schnell runtergeschalten. Genau, also wie gesagt, ich taste mich hier immer langsam ran.
Und würde jetzt normalerweise, wenn ich ein richtiges Rennen fahre, erstmal trainieren, trainieren, trainieren und mich peu à peu an die Grenzen des Machbaren rantasten, auch mal über die Grenze gehen, um zu sehen, ja, eben genau das, wo die Grenze liegt. Und das geht nur, indem man dann eben mal sich einen Off-Track holt, indem man merkt, wann das Heck kommt und so weiter. Gut, also das geht hier wahrscheinlich auch alles noch ein bisschen schneller, aber ihr seht, ich taste mich langsam ran. Peu à peu. So, mal der Mazda. Oh. Oh. Bei sowas dreht es mir den Magen um. Wahnsinn. Ich sag mal, wer jetzt hier ein iRacing noch nichts anderes gefahren ist, der dürfte vielleicht diese Probleme nicht haben. So, ich glaube, von den Zeiten her sind wir schon gar nicht so schlecht. Für dieses Feld hier zumindest. Dieses Starterfeld, wir kommen auch ran an den 10. Platz. Ich denke, die Strecke. Ui, aufpassen. Bisschen schnell wieder. Ich denke, die Strecke. Gar nicht so schlecht. So, hier nochmal ein bisschen schneller als eben. Ah. Ja, war gar nicht so verkehrt. Vorsichtig. Wie gesagt, die Mazda-Profis, die werden mich jetzt auslachen, aber darum geht's nicht. Wir wollen möglichst schnell unter Lizenz steigen und das machen wir gerade, indem wir hier so vorsichtig fahren. So, und jetzt haben wir ein Überholmanöver hoffentlich gleich mal. Wir müssten nicht mal überholen. Wir müssen nicht überholen. Oh, aufpassen. Der trägt die Kiste rum. Man weiß halt nicht, was er hier vorhat. Also wahrscheinlich geht die Kiste nicht mehr. Also, das ist halt Quark. Ne? Mit sowas müsst ihr rechnen. Diese Leute haben keine Ahnung vom Fahren. Also sowas macht man einfach nicht. Was bewirkt es? Er kriegt Inzidenz. Und zwar 4 Stück, wenn wir uns jetzt berühren. Und ich wette, wenn ich jetzt rechts daneben fahre, fährt er wieder nach rechts. Ja, und das ist halt. Ja. Wir warten, dass er die Hütte weghaut und dann gehen wir sicher vorbei. Treiben ihn jetzt einfach in den Fehler. Fahren jetzt mal außen. Mal gucken, ob er da auch sich raustragen lässt. So, jetzt. Da ist der Fehler. Da geht mir doch. Oh, direkt die Pumpe ein bisschen. Weil ich für so ein Fahrverhalten kein Verständnis aufbringen kann. Aber mit sowas müsst ihr halt immer rechnen. Später in den höheren Klassen oder in den höheren Splits, da kommen dann solche Denkweisen wie, ui, der ist ja schneller als ich, da hänge ich mich mal in den Windschatten. Ja, ich lasse ihn möglichst easy vorbei, dass es keine Zeit kostet und
ja, lass mich von ihnen ziehen und sowas, ja. Das gibt's hier halt alles noch nicht. So, jetzt haben wir natürlich hier knapp 11 Sekunden zum Vordermann. Ob wir da nochmal rankommen, ist fraglich. Das ist kein Gefahr, Leute. Das ist kein Gefahr. Also an diesem ständig Gas geben und so weiter sieht man, dass ich das Auto nicht kenne. Also das ist, um schnell zu sein, darf man sowas nicht machen. Aber wenn wir dann später mit Autos fahren, die mir vertrauter sind, da gehen wir auch Fahrtechniken ein. Aber erstmal schnell raus hier. Schnell raus aus dem Mazda. Bevor wir das Fahren komplett verlernen haben. So, wie viele Runden haben wir denn jetzt hier überhaupt? Oh. Ah, ein bisschen schnell. Aber das Wichtigste ist, dass wir hier ohne Incidents durchkommen. Und das sieht ja bisher gut aus. Ich werde irgendwie immer langsamer anstatt schneller. Ist auch nicht in Ordnung. Bei der Gelegenheit möchte ich euch übrigens bitten, dass ihr die Kommentarfunktion nutzt. Also gerade für die totalen Anfänger von euch. Wenn euch irgendwas unklar sein sollte, Fragen offen sind, schreibt das bitte in die Kommentare und ich gehe dann auf jeden Fall drauf ein. Oh, hier hat sich einer gedreht. Na, da haben wir doch direkt noch einen Platz gut gemacht. Wir schauen ja jetzt hier noch nicht auf das Rating. Das wollen wir ja noch nicht pushen. Also, der Fahrplan sollte sein, als allererstes Lizenz pushen. Beim Lizenz pushen möglichst den Umgang mit den Gegnern lernen. Und sobald wir auf, sagen wir mal, B-Lizenz sind, weil mit der B-Lizenz kann man eigentlich schon alles fahren. Konzentrieren wir uns auf das Rating pushen. Auf das i-Rating. Und gerade am Anfang werden wir feststellen, obwohl wir immer von hinten starten werden, wird es trotzdem einfach sein, Rating zu sammeln, weil einfach ganz viele Unfälle bauen. Und das sieht man auch hier. Also wir waren ja in der Box. Ich bin jetzt nicht so viel schneller als die Kollegen. Und trotzdem haben wir hier schon welche überholt und wir sind hier an die rangekommen. Ja, weil sie gekämpft haben.
oder Fehler gemacht haben. Und von daher auch der Tipp, tastet euch immer langsam ran. Das reicht völlig aus. Vielleicht wären wir hier sogar noch Siebter. So, jetzt können wir schon mal ein bisschen die Linie von ihm analysieren. Vielleicht sehen wir irgendwas, was er verkehrt macht. Um den Fehler vielleicht ausnutzen können. So, als erste Kurve kommen wir auf jeden Fall schon mal besser raus. War nicht so gut. Oh, hier lässt er eine Riesenlücke. So, eine Runde haben wir noch. So schnell. So, jetzt die Überlegung, gehen wir vorbei. Und riskieren eventuell noch ein Incident. Oder bleiben wir dahinter und steigern unsere Lizenz. So, hier hat er eben einen Fehler gemacht. Mal schauen. Er ist wieder sehr spät auf der Bremse. So, er dürfte außen mehr Schwung mitnehmen. Ihr könnt euch das nach links schauen belegen, wenn ihr wollt. Ich habe drei Monitore, das sehe ich ihn aber auch nicht. Und ja. Das war sauber. Okay, jetzt fahren wir doch die Runde noch. Um vielleicht noch die ein oder andere Kurve mitzunehmen, um unser Safety Rating noch ein bisschen zu steigern. Da zählt jede Kurve rein, ne? Da zählt jede Kurve rein. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt ja sogar mehrere Runden noch fahren dürfen oder können. Ihr könnt euch dran entsinnen, ich habe in einem der Videos mal euch eine Übersicht über diesen Multiplikator gegeben, was das Safety Rating angeht, und im Rennen haben wir den höchsten Multiplikator. Also hier sammelt ihr einfach das meiste. Meister an Safety Rating, von daher nehmt mit, was geht.
Das habe ich das letzte Mal leider ein bisschen vernachlässigt, habe ich nicht dran gedacht. Und falls ihr doch mehrere Rennen fahren müsst, habt ihr natürlich dann auch gleich noch schöne Übungsrunden, um die Strecke zu lernen, wie das jetzt bei mir der Fall ist. Ihr dürft natürlich jetzt nicht in der jetzt hier in dieser Nachspielzeit die Hütte weghauen, weil das wird euch definitiv dann negativ angerechnet. Ne? So, aber ich würde sagen, ich fahre jetzt mal noch über Startziel und dann stellen wir ab. Und dann schauen wir uns mal, oh oh. Dann schauen wir uns mal an, was da so Feines hier passiert ist und schauen mal, ob wir vielleicht was draus lernen können. Schauen wir mal, ob ich vielleicht unseren Skin hier schon drauf kriege. Nee, leider nicht. Schade. Wir gehen mal von der Cam noch ein Stück zurück. Macht ihr übrigens mit Steuerung F12. Dann kommt ihr in dieses Menü und dann könnt ihr hier vor- und zurückspulen. Ja, wir schauen uns den Start an. Das war natürlich auch... hatte ich den ersten Gang schon drin. Das war natürlich nicht der Plan. Aber, na gut. So, was ist hier vorne passiert? Also, wir haben hier, upsala. Wir hatten hier vorne schon die ersten Berührungen. Hier, warum? Achso, er war auch noch der Führende. So, und was ist passiert? Ja, er kommt immer weiter rein. Obwohl er hier, ja, innen ist. Also viel weiter nach innen kann er nicht. Das war völlig okay, seine Position. Das war der Fehler von ihm. Also er hätte die Linie definitiv halten müssen. Gut, und die anderen haben jetzt hier nicht rechtzeitig reagiert. Hier gab es gleich die nächste Berührung. Okay. Und hier sehen wir schon die nächsten Fehler. Warum? Wie gesagt, es geht jetzt rein ums Rating pushen. Safety Rating. Und die haben alle eine D-Lizenz. Oh, nee, war kein Fehler. Er ist einfach hier ein bisschen vorsichtiger oder langsamer dort gewesen, aber das ist definitiv Quark gewesen. Ich glaube, das war auch er, der bei mir vorhin mehrfach die Linie gewechselt hat. Ich weiß nicht, was er jetzt hier vorhatte. Das war auf jeden Fall Quark. Das war Quark. Bam. Und dass er das zweite Mal nochmal reingefahren ist auch. Wir haben hier die Möglichkeit, uns direkt zu den Incidents zu springen. Gehen wir mal zum nächsten. Was hier so noch Feines passiert ist. Oh, Fahrfehler. Einfach ein bisschen viel Gas gegeben. So, ja, jetzt kannst du nur warten, bis alle vorbei sind und dann geht's los. Hat er gut gemacht. Hat er gut. Wollen wir wetten, dass der andere Typ ihm jetzt hinten drauf fährt? So, was sagt man zu dieser Situation? Also, Fehler ist, denke ich mal, klar vom Hintermann. Mal. Ja, also er kann auch hier die Innenseite nicht halten, war zu schnell. Was hätte der Vordermann machen können? Mit dem Rückspiegel schauen, sehen, dass er zu spät ist und Lenkung aufmachen. Dann wäre der andere hier irgendwo lang gerutscht und es hätte vielleicht keine Berührung gegeben. So, den haben wir dann hier nochmal. Den hat sie aber ganz schön erwischt. Davon hat es auch noch einen erwischt. Das war auch nicht sein Fehler. Das war auch er hier, der die Strecke wahrscheinlich ein bisschen besser beherrscht. Vielleicht ein bisschen schneller hier fahren kann. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob er die Kurve gekriegt hätte, ehrlich gesagt. Aber ist natürlich der Fehler vom Hintermann. Und hier vorne haben wir es auch gleich noch krachen hören. War er das? Ja, das war einfach nur ein Fahrfehler. Ja, zu zeitig Gas gegeben.
Ja, geht ruckzuck. Und eins möchte ich mir mal noch anschauen. Und zwar, ja, wann waren wir hinter ihm? Mal, wo bin ich hier? Da sind wir schon vor ihm. Okay, gucken wir mal. Genau, da sind wir jetzt hier in den Runden. Nee. So, gucken wir mal. Also, was hat er hier gemacht? Es war natürlich nicht so das Gelbe vom Ei, da hin und her zu wechseln. Ich weiß nicht, was die Denkweise ist. Ich glaube, die wollen dann irgendwie kämpfen, um die Linie dicht zu machen. Und dass der andere ja nicht vorbeikommt. Aber es ist halt Quark. Es ist einfach Quark. Und vor allem, das Linienwechseln, wenn der andere schon neben einem ist. Ja, oder fast daneben ist. Ist halt übelst gefährlich. Und, naja. Das ist dann auch der Grund, wieso das bei solchen Leuten oft länger dauert, um die Lizenz zu steigern. Zu Recht. So, spulen noch mal ein bisschen. Ja, hier musste ich auch vorsichtig machen, da hätte ich ihn fast erwischt. Ja, und da hat er einen Fehler gemacht und dann sind wir vorbei. So, ja, das war's. Wir schauen mal, wie wir jetzt von der Lizenz stehen. Ja, lizenztechnisch haben wir es geschafft. Wir sind jetzt auf 2,45 und sind also direkt nach zwei Rennen aus der Rookie-Lizenz raus in die D-Lizenz. Das ist natürlich das, was wir wollten. Ich bin etwas erstaunt. Wir haben jetzt hier die Anzeige, dass wir hier doch schon ab 3.0, ab einem Safety-Rating von 3.0 in die C-Lizenz kommen. In den Dokumenten von iRacing steht noch 4.0. Aber was wir auf jeden Fall brauchen, sind vier Rennen. Und diese vier Rennen, nach den vier Rennen sind wir definitiv hier über 3.0. So, jetzt die Frage, was wollen wir fahren? Also wir gehen nochmal hier drauf, Current Series und schauen in den Road-Bereich. Wir schauen, wofür wir jetzt hier berechtigt sind. Das wird uns jetzt hier angezeigt. So, was ist jetzt wichtig? Wir wollen weiterhin die Lizenz pushen und dazu müssen wir darauf achten, dass wir nur Rennen nehmen, die diesen MPR-Pfeil nach oben haben. Nur die zählen für uns. Das heißt, hier diese Rookie-Geschichte, die wir bis eben gefahren sind, das geht schon gar nicht mehr. Ne? Das zählt nicht mehr. Und ich bin auch heilfroh drum. So, als nächstes würde ich das Ganze mal hier nach Fixed sortieren. Wir wollen es natürlich möglichst einfach erstmal haben, weil wir sind ja Anfänger und wollen möglichst wenig Zeit mit Setup erstellen verbringen. Also Fixed-Serie. Richtig. Was haben wir jetzt zur Auswahl? Wir haben einmal USF 2000. Das ist eine Formelgeschichte. Wir jetzt hier in dem Kanal wollen uns aber auf die GT Seite spezialisieren. Also von daher würde ich das jetzt auch zum Lizenzpushen erstmal ausschließen. Dann haben wir die Möglichkeit, den Ruf zu fahren, Ruf GT3 Challenge, auch Fixed-Serie. Dann haben wir die Möglichkeit, den BMW M4 GT4 zu fahren. Und jetzt wird es interessant, das ist nämlich auch Free Content. Fanatec Global Challenge, hier haben wir zwei Fahrzeuge drin. Kia Optima und Cadillac CTS V Race Car. Ich persönlich kenne beide nicht. Und jetzt müssen wir überlegen, was machen wir, um unsere Lizenz weiter zu pushen.
Und am besten vielleicht möglichst günstig. Lime Rock Park ist jetzt diese Woche hier beim BMW GT4 dran. Ist kostenlos. Allerdings müssen wir hier das Auto kaufen. Und hier müssen wir Brands Hatch kaufen. Ja, müsste man kaufen. GT3 müssten wir kaufen, das Auto und die Strecke. Also würde ich jetzt wahrscheinlich jetzt für die Woche erstmal ausschließen. Mein persönlicher Favorit ist der BMW M4, denn der hat schon ganz gut Power und kommt schon den GT-Kisten. Also wir werden ja dann wahrscheinlich erstmal mit GT3 anfangen. Ja, kommt der Sache da schon ziemlich nah. Also mein Favorit ist GT4. Aber ich möchte euch natürlich ein bisschen mitbestimmen lassen, beziehungsweise wir wollen euch mitbestimmen lassen. Ja, mache ja nicht ich allein. Von daher wollen wir euch bestimmen lassen, was gefahren wird. Dazu schreibt bitte eure Kommentare unten rein, was euch lieber wäre. Wollt ihr jetzt die BMW M4 GT4 rennen? Sehen oder wollt ihr lieber diese Global Challenge sehen? Ja, schreibt es bitte in die Kommentare und wir setzen das Ganze um. Falls kein Input von euch kommt, werde ich mich wahrscheinlich für den BMW entscheiden. So, okay, ich hoffe, wir haben ein bisschen was gelernt bei der ganzen Geschichte. Wir sind nach 2 Rennen in der D-Lizenz, haben Ruki verlassen. Wir können jetzt endlich raus aus dem Mazda. Mir ist immer noch schlecht. Ihr habt es vielleicht gemerkt, hier ist ein Cut, weil ich vorhin bei der Aufnahme einen Fehler hatte. Und ja, mir ist tatsächlich immer noch schlecht. Und ja, bin froh, dass ich da jetzt raus bin aus der Alte. So, okay, wir sehen uns dann die Tage. Bye, bye. Und vergesst eure Däumchen nicht, die Kommentare nicht und wer noch nicht abonniert hat, ja, macht das. Würden wir uns sehr drüber freuen. Bye, bye.